Herzlich willkommen bei Ahnenforschung Troika. Die größte Hürde, die es in der Ahnen- und Familienforschung gibt, das ist das Lesen von alten Handschriften. Und für den deutschsprachigen Bereich oder im Bereich des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation, ganz wichtig ist die deutsche Schreibschrift. Die ist im Volksmund auch bekannt oder eher bekannt unter dem Namen Kurrent- oder Sütterlin-Schrift. Und in diesem Video möchte ich euch Hilfsmittel vorstellen, näher bringen, mit denen ihr die euch unter die Arme greifen beim Lesen, Lernen eben dieser Schrift. Warum müsst ihr das Lesen lernen? Das hat den Grund, es gibt keine Software, die in der Lage ist, automatisch diese Schriften zu entziffern. Es gibt zwar ein paar Bestrebungen in diese Richtung, aber all diese sind irrsinnig weit davon entfernt, überhaupt irgendwas zu entziffern, denn die brauchen hunderte oder tausende von Seiten, damit die überhaupt einmal anfangen können, der Software das Lesen beizubringen, und zwar von dieser einen Handschrift. Und genau hier ist jetzt das Problem, so viele Seiten haben die Kirchenbücher gar nicht in ein und derselben Handschrift. Die großen Pfarrer, da hat nicht nur der Pfarrer eingetragen, sondern auch seine Helfer, also die Kooperatoren, wie sie in den Einträgen genannt werden. Und in kleinen Pfarren gibt es da nur einen Pfarrer, aber dafür sind auch nur wenige Einträge da, und nach ein paar Jahrzehnten, wenn der Pfarrer gestorben ist, kommt ein neuer mit einer anderen Handschrift. Die einzige Ausnahme vom Lesen lernen, die es gibt, ist, dass ihr jemanden beauftragt, euch diese Einträge oder auch andere Texte zu transkribieren, das heißt von der alten Schrift in eine heutige neue Schrift zu übertragen. Wenn ihr in diese Richtung tendiert, ich würde das gern für euch übernehmen, für ein kleines Entgelt. Aber in diesem Video geht es jetzt darum, über die Hilfsmittel, über die Möglichkeiten zum selber Lesen lernen. Ihr werdet auch unter größten Anstrengungen nicht über Nacht eure Lesekompetenz enorm steigern. Das Ganze braucht Zeit. Und auf der anderen Seite, wenn ihr allerdings dranbleibt, euch regelmäßig damit beschäftigt, dann werdet ihr trotzdem rasch Verbesserungen bemerken. Ja, welche Maßnahmen gibt es? Es gibt eben drei große Bereiche. Das wären Lehrbücher, als zweites Kurse und als drittes, nenne ich das Internet, also alles, was mit Internetressourcen zu tun hat. Punkt 1, Lehrbücher. Ich habe zum Thema Lehrbücher schon zwei Videos erstellt. Die findet ihr bei mir in der Playlist in der Bücherecke. Und darum werde ich hier nur ganz kurz auf Lehrbücher eingehen. Von den vielen, die es gibt, haben sich für mich zwei Favoriten herauskristallisiert. Das wäre zu einem dieses hier. Das heißt Kurrent in Kirchenbüchern und ist von Felix Grundacker. Da geht es nur um Kirchenbücher aus den, also um Dorf-, Heirats- und Sterbeeinträge aus dem Bereich der Habsburger Monarchie, aus unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Regionen. Es gibt Einträge auf Deutsch, auf Tschechisch und auf Latein. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass der Autor nicht nur den Originaltext einstellt plus eine Transkription, sondern auch viele Anmerkungen verfasst hat. Und das zweite Buch, das wäre dieses, Schriftbeispiele, Handschriften des 15. bis 20. Jahrhunderts. Das stammt aus dem Verlag des Oberösterreichischen Landesarchivs. Hat zwei oder drei Beispiele von Kirchenbüchereinträgen und der restliche Teil dreht sich um andere Textarten. Fundus für diese Textarten ist das Landesarchiv selbst, und das ist einerseits für die von euch geeignet, die vorhaben, auch ins Archiv zu gehen, um hier schon im Vorfeld andere Textsorten kennenzulernen als die Kirchenbucheinträge. Aber da sind auch Schrifttafeln drin, das heißt, dadurch ist das Buch auch für die von euch interessant, die
eigentlich nur die Kirchenbücher verwenden möchten. Und ich habe gesagt, die Schrift, die deutsche Schreibschrift, hat 450 Jahre circa Bestand gehabt. Und in dieser Zeit gab es immer wieder Änderungen, nicht nur zeitlich, sondern auch lokal. Das heißt, in Wien ist vielleicht ein bisschen anders geschrieben worden als in Prag zur gleichen Zeit oder in Nürnberg. Und in diesem Buch kommen eben ein paar Schrifttafeln vor. Da sind lauter A's drin, große und kleine, lauter B's, C's etc. Das heißt, wenn ihr mal vor einem Buchstaben sitzt und ihr schaut für euch wie eine Hieroglyphe aus, dann könnt ihr da in den Listen nachschauen, welcher Buchstabe da am ersten in Frage käme. Ja, wie in den beiden Videos in der Bücherecke, hier noch ganz kurz ein Hinweis. Ich habe mir diese beiden Bücher selber gekauft und ich habe auch nichts davon, wenn ihr sie kauft. Außer, dass ich dann weiß, dass ihr mir vielleicht Vertrauen entgegenbringt. Ja, zu den Preisen. Das Buch von Felix Gundacker kostet 24 Euro und ist im Eigenverlag erschienen, beim Autor direkt zu beziehen. Und das aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv kostet 19,90 Euro und ist aus dem Oberösterreichischen Landesarchiv zu beziehen. Die Kontaktdaten zu beiden werde ich euch in den Begleittext stellen, sowie auch alle weiteren relevanten Informationen aus diesem Video. Punkt 2, Kurse. Bei Kursen gibt es einmal ganz generell das Problem, also für mich jetzt, ich weiß nicht, wo ihr wohnt, ich weiß nicht, was bei euch in der Gegend alles verfügbar ist. Das heißt, hier müsst ihr selber recherchieren. Was ich aber euch erzählen kann, ist, wo es sich überhaupt lohnt, eventuell nachzufragen. Und da gibt es auf der einen Seite Geschichts- und Heimat- und ganz, ganz wichtig Genealogievereine. Falls ihr aus Wien kommt oder aus der Umgebung von Wien und kein Problem habt, nachmittags oder auch abends in die Stadt zu fahren, wir haben hier zwei Genealogievereine, die regelmäßig Lesekurse anbieten. Das eine wäre die Österreichische Gesellschaft für Familien- und Regionalgeschichtliche Forschung, kurz ÖFR. Hier sind die Kurse kostenlos, ihr müsst nicht Mitglied sein. Ihr braucht euch einfach nur anmelden im Vorfeld, damit die Organisatoren wissen, wie viele Leuten sie zu rechnen haben und entsprechend für Sitzgelegenheiten sorgen können. Der andere Verein ist Familie Austria. Hier müsst ihr auch nicht Mitglied sein. Allerdings kostet die Teilnahme ein klein bisschen was. Also 15 oder 20 Euro, irgendwas in diesem Bereich. Auch die hätten gerne im Vorfeld eine kleine Anmeldung. Was gibt es sonst noch? Volkshochschulen. Da ist der Preis schon ein bisschen mehr. Also so im Bereich vielleicht 80 bis 100 Euro werdet ihr da schon rechnen müssen. Es gibt Archive, die Kurse anbieten. Eher im Bereich eines Landesarchivs. Die Gemeinde-Stadtarchive sind zu klein. Und bei Staatsarchiven ist mir auch bisher nicht bekannt, dass die irgendwelche Lesekurse veranstalten. Ich nehme an, das sind einfach die Archive zu groß. Obwohl die sicherlich das Budget dazu hätten und das Personal und die Räumlichkeiten, aber mir ist nichts bekannt. Vielleicht gibt es in Deutschland was oder dort, wo ihr wohnt, hier in Wien, ist das Österreichische Staatsarchiv bisher, glaube ich, in diese Richtung noch nicht aktiv geworden. Was meiner persönlichen Erfahrung noch erzählen kann, ist etwas, was mittlerweile schon sehr schwer ist. Wie ich im Studium meinen ersten Text zum Transkribieren aufbekommen habe, bin ich damit zu meiner Großmutter gegangen und zu deren Tante. Und wir haben dann zu dritt diesen Text gelesen und das hat mir enorm geholfen. Das Problem ist halt nur, beide sind leider mittlerweile verstorben und je nachdem, wie eure eigene familiäre Situation ist, wird diese Option nicht mehr vorhanden sein. Aber es gibt noch etwas anderes. Ich habe nämlich im Studium, ich habe hier in der
in Wien an der Universität Geschichte studiert und im Rahmen dieses Studiums auch einen Kurs besucht zum Thema Paläographie der Neuzeit. Und wir haben im Kurs mehrere Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt, die nicht an der Universität inskribiert waren, das heißt, das waren keine Studenten, haben aber trotzdem am Kurs teilnehmen können. Wenn ihr also in der Nähe einer Universität wohnt, mit einer historischen Fakultät, dann schaut einmal im Vorlesungsverzeichnis nach, ob es dort so Kurse gibt, die irgend sowas im Titel haben wie Paläographie der Neuzeit. Wenn das der Fall ist, dann sollte jedes zweite Semester zumindest so ein Kurs angeboten werden. Also falls das bei euch der Fall ist, fragt mal beim Lehrveranstaltungsleiter nach, ob ihr teilnehmen dürft, auch wenn ihr nicht Student seid. Und dann haben wir noch einen dritten Teil, das ist ein sehr umfangreicher, so wie ich finde, ein sehr, sehr lohnender, das Internet. Das Internet kann man praktisch in zwei große Bereiche wiederum einteilen. Das eine sind die Sozialnetzwerke und das andere sind alle anderen Ressourcen. Und zu den Sozialnetzwerken zählt jetzt nicht nur sowas wie Facebook, sondern auch Internetforen und Mailinglisten. Und gerade in Genealogie-Mailinglisten und Genealogie-Foren, aber auch in diversen Gruppen, die es auf Facebook gibt, werden immer wieder, eigentlich täglich, mehrere Anfragen zur Lesehilfe gestellt. Und das heißt, da könnt ihr mitlesen. Nehmt so einen Eintrag her, für den eine Lesehilfe gebeten wird. Versucht den selbst zu lesen. Dann geht ihr wieder in den Beitrag zurück, schaut euch die Antworten an und vergleicht die Antworten mit dem, was ihr lesen könnt. Die Antworten, die müssen allerdings nicht korrekt sein. Zumindest nicht am Beginn können, also gerade am Beginn so einer Leserhilfeanfrage kommen manchmal Kommentare, die nicht ganz korrekt sind, die nicht vollständig sind, aber die schon trotzdem ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Und mit ein bisschen Geduld, also auf der einen Seite dauert es meist ein wenig, bis mal jemand antwortet. Also es kann schon mal einen Tag dauern. Und diese Diskussion dauert dann vielleicht auch noch zusätzlich einen oder auch zwei, drei Tage. Und auch wenn die ersten Einträge vielleicht noch nicht ganz korrekt sind, früher oder später wird auf jeden Fall jemand vorbeischauen in so einer Anfrage und die richtige Lösung posten. Ja, diese Strategie empfehle ich euch auf jeden Fall. Es gibt natürlich das Problem Facebook. Manche von euch sind nicht bei Facebook oder wollen es auch gar nicht werden. Andere haben vielleicht Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Da ist Facebook in letzter Zeit negativ in den Schlagzeilen gewesen. Ja, ich möchte auch nicht dazu zwingen, zu Facebook zu gehen. Nur ein Hinweis. Facebook kann nur Daten verwenden, die ihr ihnen zur Verfügung stellt. Unter Anführungszeichen. Gerade über WhatsApp ist es unmöglich, dass die Daten von Leuten bekommen, die gar nicht dabei sind. Aber ihr braucht eigentlich für die Facebook-Gruppen nur ein minimales Profil. Das heißt, euer Namen, euer Geburtsdatum und den Rest lasst ihr einfach weg. Dann meldet ihr euch bei den Facebook-Gruppen an zum Thema Genealogie. Also da gibt es Gruppen über Österreich, Deutschland, international, Tschechien, dann auf Bundesländer und auf Regionen, für Latein, für alte Schreibschrift, also gibt es sehr viel. Und bei den meisten könnt ihr einfach beitreten, bei anderen müsst ihr euch anmelden und da werdet ihr dann erst freigeschaltet. Aber das ist auch nur eine Formalität und dauert halt vielleicht einen Tag. Ja, was gibt's sonst noch? Bei manchen Foren müsst ihr euch anmelden, bei anderen könnt ihr einfach so mitlesen. Und bei Mailinglisten noch ein Wort.
Merkt euch, mit welcher E-Mail ihr euch dort registriert habt, denn wenn ihr dann einen Beitrag einmal schreibt und ihr verwendet eine andere E-Mail-Adresse, dann wird dieser Beitrag geblockt. Also immer mit dieser E-Mail schreiben, mit der ihr euch angemeldet habt. Ja, neben diesen Kibitzen gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Auf der einen Seite gibt es also. Es gibt von den Bayerischen Staatsarchiven die digitale Bücherkunde, die ist noch zu empfehlen. Da könnt ihr euch digitalisierte Texte herunterladen. Also das sind Schriftbeispiele aus dem Bestandesberg der Bayerischen Landesarchive. Die sind digitalisiert worden, die könnt ihr euch kostenlos runterlesen und euch im Lesen und Transkribieren üben. Und das zweite ist ein YouTube-Video, das ich euch empfehle. Von einem Nutzer mit Namen Forschen im Archiv. Dürfte offensichtlich ein Archivmitarbeiter sein, der den Leuten, die ins Archiv gehen, ein bisschen darauf vorbereiten möchte, was sie dort erwartet. Und da ist eben auch die größte Hürde das Lesen der alten Schrift. Und der stellt in diesem Video ein paar Online-Ressourcen vor, mit denen ihr Texte transkribieren könnt, Beispieltexte. Also da habt ihr einen Text und in der einfachen Variante müsst ihr mal ein Wort davon entziffern. Und das Programm sagt euch gleich, ob ihr damit richtig liegt oder nicht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, das war es eigentlich, was ihr erzählen wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass es euch weiterhilft. Falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Anregungen, Wünsche oder Beschwerden, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail. Ihr findet mich aber auch bei Facebook, bei WhatsApp und auf Twitter. Die Kontaktdaten schreibe ich euch auch in den Begleittext. Wenn euch das Video wirklich gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen und verbreitet das bitte weiter. Es gibt sehr viele Leute, die Schwierigkeiten haben mit dem Lesen und die vielleicht die eine oder andere Anregung suchen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!